Willkommen zurück bei Outlast. Erstmal eine neue Batterie reinmachen. Und hier liegt auch schon eine. Wir sind immer noch draußen und haben einen Geist gesehen. Aber hier ist der Schlüssel. Ich vermute, das wird jetzt einfach nicht besser werden. Oh, Geister sind fies. Geister kann man nicht umgehen. Und Schlüssel rein. Tür auf. Und weg. Es bringt zwar nichts, aber ich fühle mich dann besser. Oh ja. Oh, ich bin immer noch nicht drin. Ah! Verdammte Scheiße. Oh, crap, 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 crap. Ah, nö, ich muss da rein. Ich renne da jetzt einfach rein. Oder auch nicht. Notiz. Gott, steh mir bleich. Ich glaube, ich habe den Warrider gesehen. Ja, das dürfte hinkommen. Och nö, Kamera beim Klettern hat man nicht. Oh, opa. Jump and run. Jetzt wird's ein Jump and run. Oh, nö. Da kommt doch bestimmt einer und haut mich da runter. Mal hier unten gucken. Ja, wunderbar. Okay, da hoch. Ah, die Nebengeräusche sind einfach nur fies. Richtig, richtig fies. Mal hoch. Einfach mal links liegen. Okay, wir sind schon mal nicht alleine. Oh, ich will jetzt keine Batterie einlegen, aber ich muss. Jetzt sehe ich hier nichts. Wir können echt mal Batterien hier rumliegen haben. Will ich das wissen? Okay, wie kommen wir jetzt da rein? Wird da hinten was übersehen? Ah. Oh no.
Kettengeraschel. Sagt wieder alles. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Die Levelführung ist ziemlich linear, allerdings nicht so extrem linear, dass man wirklich immer gleich den Weg findet. Da kommt bestimmt einer und haut mich runter. Oh. Speichert. Oh, eine Batterie. Ist gut, jetzt habe ich wieder 3 Stück. Ach du Sch. Meine Güte. Der ist aber auch überall. Oh. Oh nein, da kann man auch noch hin. Gibt wieder eine Notiz. Wow, ganz schön viele Notizen. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Und die Katze dreht schon wieder durch. Ganz ruhig. So. Dann gehen wir in die Kapelle. Wenn wir da rein können. Und da läuft sie durchs Bild. So, okay, wir kommen da nicht rein. Dann müssen wir da durch. Ah. Und dann will ich trotzdem noch kurz schauen. Vielleicht liegt hier irgendwo noch eine Akte oder so. Oder eine Batterie. Es blinkt auch nichts mehr. Okay. Dann erstmal rein. Hep und hep. Nachtsicht an. Ah, wobei. So, das ist also. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon. Soon! This way! Revelation is at hand! Okay. Die oberen Stockwerke benutzen. Geht's weiter? Was ist hier noch? Batterie. Der Blick ist manchmal von der Kamera ein bisschen komisch. Puh. Ich will es nicht verschreien, aber ich bin bisher. Meine Güte. Glaube ich relativ gut durchgekommen. Kann man da aufmachen? Okay. Ich glaube, ich bin bisher relativ gut durchgekommen. Sind also wieder welche, die gerne Stress machen.
Wozu ist dieser Raum da? Wahrscheinlich zu verstecken. Treppenhaus. Oh shit. Ich will jetzt trotzdem hier noch kurz rumgucken, wenigstens. Batterie. 5 von 10 maximal, ich weiß es nicht. Geht so runter, aber es hieß ja die oberen Stockwerke benutzen, oder? Ja, okay. Ich denke, das Spiel führt mich dann schon noch nach unten, wenn ich nach unten soll. Und da ist wieder das Blut. Folge dem Blut. Okay, da ist alles kaputt. Ah, hier ist alles verbrannt, sieht zumindest so aus. Hä? Sicherungskasten? Okay. Davon stand noch nichts dran. Vielleicht kommt das noch. Kann ich mich verstecken? Oh, wunderbar. So. Batterien? Nett. Gleich 2 Stück. Nein. No. Der will mich doch bestimmt nur wieder hauen. Nein. Ah! Einer reicht erstmal. Da liegt die Sicherung. Oh, das wird so böse. Oh, shit. Nein, au. Oh, dann muss ich bestimmt in den Keller, um Sicherung zu holen. Oh, es ist mies. Mal weiter nach oben. Geht's nicht. Ich will nicht rausfinden, was passiert, wenn ich hier bleibe, deswegen. Ich gucke jetzt mal in den Keller. Auf gut Glück, wenn das geht. Ah, natürlich geht das. Shit. Und die Nachtsicht geht zu Ende. Ich lade jetzt schon mal nach. Eine Akte.
Gebildet. Sieh an, dann liegt hier irgendwo auch bestimmt die Sicherung rum. Ich lese gleich, ich will nur gucken. Dass ich hier auch nichts übersehe. Ich habe das Gefühl, ich übersehe was, aber jetzt gucke ich erstmal kurz nach. Auszug aus Project Paperclip. Joint Intelligence und so weiter, bla bla bla. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Ah, Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B, Project 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmt herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Gibt es da ein Datum? Nummer 8, Ablage, bla bla bla. Nicht wirklich. Aber hier muss trotzdem irgendwo... Okay, vielleicht war das auch wirklich nur eine Akte, die man hier finden kann. Dann hätte ich mir den Gang in den Keller vermutlich auch sparen können. So, hier bin ich ja, glaube ich, schon durchgelaufen. Ja. Ja, okay. Tür ist zu. Das ist die Eingangshalle, da war ich schon. Der Kollege wieder. Hier bin ich schon durch. Ah, hier war zu. Verdammt. Ich bin gerade ein bisschen verloren. Da ist mein Orientierungssinn jetzt zu schlecht. Beziehungsweise einfach nicht vorhanden. Hello, Sir. Okay, der tut mir also gar nichts. Der hatte nur eine von den Sicherungen. Ich glaube, hier war ich schon mal. Immer noch zu. Pray for Revelation. Okay. Lad die Batterie nochmal nach. Ah, da vorne sehe ich ihn doch. Den Kollegen. So, hier ist der Hauptraum. Ah, da kam er rausgesprungen. Oder? Ah, okay, die Tür soll also nicht offen sein. Drive in the nails. Ist hier bestimmt da. Ich glaube, man braucht 3 Sicherungen, wenn ich es richtig gesehen hatte. Oh, wo ist Nummer 3? Das ist natürlich jetzt echt blöd. Ich muss den irgendwo umrunden. Doch, richtig gesehen, eine Batterie. Gibt es keine Option, sich zu verstecken. Das
Das heißt, ich muss warten, bis er drin ist. Bin hier, mein Freund. Und das. Wow. Der Soundtrack macht einen wahnsinnig. So, jetzt gehe ich hier raus. Tür zu. Ich habe ihn schon abgehängt. Auch in der Tür. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas verpasst. Ah, shit, hier war ich schon. Ach, Kacke. Linksrum war ich schon, rechtsrum. Ah, invite the War Rider. Kamera, Kamera, Kamera. Das ist Sicherung Nummer 3, invite the War Rider. Mehr oder weniger erstmal für mich zum Überblick verschaffen. Sicherung Nummer 3. So, und wir kommen jetzt zurück. Ah, oh, nö. Oh, eine Batterie. Hier kann ich unmöglich, ja. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Ich muss wieder den gleichen Weg zurück. No, aua. Ja, die habe ich verdient. Oh, shit. Jetzt muss ich, glaube ich, in den Keller. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt gerade passiert ist. Das ist 100 Pro einfach alles nach unten gefallen. Oh. Au. So, unten war, glaube ich, ein Typ, aber der dürfte jetzt bestimmt. Hier, richtig? Ne, der ist immer noch beschäftigt. Nee, das war nicht hier. Wo zur Hölle kam der Wäscheschacht wieder raus? Ich hab's doch vorhin gesehen. War das hier unten irgendwo? Laundry. Hm. Okay. Da kam ich her. Ach, hier. Ah, er steht wieder da. Okay. Hier ist wieder die Haupthalle. Jetzt bin ich verwirrt. Da war ich gerade drin. Ah, hier, oder? Ja, na also. Oh. Ist so. Emanzipiert, okay.
Ach du Scheiße, was war das denn? Hä? Tür offen? Ach so. Ja. Oh nein! Oh, es ist fies. Oh, es ist fies. Oh Mann. Schränke. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Batterie? Ja, sehr gut. Ob es ein Achievement gibt für sammle 30 Batterien oder so? So, da war ich gerade drin. What the shit? What the shit? Oh shit. Ich habe keine Ahnung, ob man die Toilette als Versteck benutzen kann oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay, dann beende ich die Folge hier auf dem Klo und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.